Und damit willkommen zurück beim nächsten Showdown-Part. Und wir sind wieder im AU-Tier unterwegs und da werden wir auch jetzt ein bisschen weiter kämpfen. Im letzten Part haben wir schon ein bisschen angefangen. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt dieses Mal ebenfalls wieder. Und ich hoffe, die Musik ist diesmal ein bisschen lauter als vorher. Denn ich mag das eigentlich nicht, dass es jetzt im letzten Part so leise war. Und was haben wir hier? Wir haben Necrozmann, wir haben Turtok, wir haben Gardevoir, wahrscheinlich wieder Scarf, Zygarde, Seismitot und Fuegro. Was wollen wir da leaden? Schwere Frage. Was könnte sein Lied sein? Necrozmann, Gardevoir? Ich glaube eher Gardevoir, oder? Gardevoir oder Turtok. Komm, wir gehen erstmal auf Bronzer. Seismitot, okay. Effektvolumen oder ist das Notification? Okay, so. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Sea Wave. Okay. Er hat Titansteine gesetzt. Dann machen wir jetzt Toxin, Scald, ja, von mir aus. Burn, okay. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das unsere Leftovers. Bisschen veraltet. Aber was er kann, kann ich auch. Wir gehen auch auf die Stealth Rocks. Oder? Ja, wir hätten auch nochmal auf. Na, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt auf Mantax. Ah, der macht Knockoff. Ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen wir jetzt nochmal auf Scald drücken. Vielleicht können wir. Ah ne, wir können ihn ja nicht burnen, ne? Ist das ein bisschen blöd. Ja. Nun ist halt die Frage, wollen wir die Tarnsteine wegkriegen oder nicht, ne? Das Ding ist, ich gehe auch ungern von Bronzong in Viridium rein, weil. Ja. Ihr wisst warum, ne? Wegen Feuer. Blastoise. Was hat er vor? Will er Evil Rapid Spin drücken? Okay, dann können wir uns aber wieder dagegen roosten. Das ist gut für uns. Aber dann rooste ich jetzt nämlich noch einmal. Er macht Dark Pulse. Und dann mache ich jetzt nämlich Defog. Und wenn er weiter auf Dark Pulse geht, gehen wir auf Viridium. Komm, einmal roosten wir noch. Ja, jetzt sind wir geflincht. Dann rüsten wir jetzt halt noch einmal. Das kommt schon wieder der Flinch. Nein. Dann rüsten wir jetzt noch einmal. Weil er wird jetzt, denke ich, nicht mehr drin. Oh, es tut mir leid. Ja, genau. Er geht nämlich jetzt raus. So, das war nämlich das, was ich nämlich geahnt habe. Jetzt gehen wir nämlich wieder auf Bronzong. Und er drückt Toxin. Das drücke ich jetzt nämlich auch. Ich denke mal, er wird jetzt hier nämlich wieder rausgehen, weil er halt den Toxic Timer nicht so runterlaufen lassen will und wird wahrscheinlich in 1 sein. Oh, er setzt sogar die Tarnsteine wieder auf. Das ist interessant. Ja, drücke ich jetzt halt trotzdem nochmal Toxin. Weil ich habe halt nichts zu verlieren, nicht Toxin zu drücken. So, jetzt geht er nämlich auf Blastoise. Und auf sein Blastoise reagiere ich jetzt mit Viridium oder wieder mit Mantax? Mit Viridium. Ich habe keinen Bock auf sein Dark Pulse. Genau, den will ich nicht. So, da ich das eher jetzt rausgehen wird, weil ich jetzt auf plus 1 bin, gehe ich auf Swords. Er bleibt drin, nein! Aber das überlebe ich noch. Gut. Nein. Nicht den Z-Move. Die normale Leaf Blade. Wow. So war das jetzt natürlich nicht geplant. Sein Seigert wird jetzt höchstwahrscheinlich reinkommen mit E-Speed, ja. Wobei er jetzt auch an der Stelle eigentlich ganz simpel was will ich sagen? Ganz simpel den 1000 Arrows spammen kann. Was er auch macht, das ist natürlich ein bisschen blöd für uns.
Aber wir können hier, glaube ich, noch mit Gold arbeiten. Seifert ist ja auf jeden Fall ein Problem. Ah, oh, okay, er geht sogar raus. Das ist optimalerweise ganz gut. Ich könnte jetzt hier natürlich, ne, die folgen, aber ich habe, um ehrlich zu sein, keinen Bock, getoxic zu werden. Er geht auf Gardevoir. Gardevoir ist in Ordnung. Ich drücke auf Toxin. Oh, er macht Trick. Oh. Das ist natürlich jetzt bitter. Ach. Aber ist auch in Ordnung. So. Wir defoggen. Weil er jetzt ist wahrscheinlich. Oh, er macht das. Er bleibt diesmal drinne, macht Toxin und diesmal trifft er. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Gut, dann gehen wir jetzt halt erst einmal wieder in Bronzong. Machen die Psy Wave. Mir bleibt halt nichts anderes übrig, ne? Jetzt kann er halt in Incineroar gehen. Das ist natürlich blöd. Okay, weißt du was? Wir werden jetzt Bronzong opfern. Weil Bronzong brauchen wir jetzt erst einmal nicht mehr. Und gehen in Zygarde. So, mit Zygarde machen wir 1000 Arrows. Sein Zygarde will er da jetzt eigentlich nicht drin haben. Er wird wahrscheinlich genau dasselbe Bandit-Set sein wie wir auch. Gehe ich mal stark von aus. So, wahrscheinlich kommt jetzt ein Fuegro. Incineroar, ja. Aber Incineroar dürfte hier eigentlich droppen dadurch. Oh, what? Er überlebt. Ganz knapp überlebt er den Scheiß. Verdammt. Das ist bitter, aber extremst. Ja, er hat jetzt halt noch eine Crossman, ne? Eine Crossman habe ich nicht so gerne als Gegner, aber ich glaube, das werden wir hier leider dann doch verlieren. Weil er uns zwar mal gut, beziehungsweise das, weil er Move eben gerade nicht ausgereicht hat. Das ist so bitter. Das ist 2 HP, ey. Oh. Mies. Mies, 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 mies. Okay, wir kriegen den Drop. Tectonic Rage, ja, okay, gut, das wird wahrscheinlich nichts machen, weil er höchstwahrscheinlich physisch offensiv ist, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir verloren. Aber ich glaube, wir können hier nichts mehr wirklich machen. Nee, ich muss auf Shadow Ball gehen, weil es bleibt ja nichts anderes. Wir sind gespaxt, ja, aber wir können halt gegen den Rest nichts mehr machen. So, er kann halt noch mit seinem Gardevoir reinkommen oder er kommt jetzt halt mit seinem Zygarde rein. Wir sind zwar noch schneller als Zygarde, aber wir werden es halt nicht töten können. Und Incineroar kommt. Ach ja, warte mal, stimmt, Incineroar ist ja noch da. Na, ich glaube, das ist jetzt trotzdem vorbei, weil ich glaube, Gardevoir dürfte das eigentlich über... Alter, wir überleben das ja auch noch. Aber selbst wenn, er hat immer noch extrem Speed Band Zygarde im Spiel. Wir verlieren das zwar nur 1-0, aber ja, wir haben das Spiel auf jeden Fall verloren. Weil, Moment mal, what? Warum riskiert er das? Ich hätte da jetzt auch nicht unbedingt Speck sein müssen. Ich hätte ja doch was anderes sein können, ne? Mit einem Hinpower-Eis hätte ich das Ding gewonnen. Hui, das war aber ziemlich riskant von meinem Freund da hinten. Aber, na gut. Ja, wir sind halt Specks, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Konnten halt nicht mehr ändern. Und, ja, gut. Gehen wir mal in den nächsten Kampf rein. Ich will das hier ein bisschen schneller machen, weil ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, um ehrlich zu sein. Wir machen jetzt noch einmal eine Runde. Das wird diesmal ein bisschen kürzerer Part, würde ich mal sagen. Je nachdem, wie jetzt dieser Kampf verläuft. Aber ich denke mal eher schon, dass das eher ein bisschen kürzer wird.
Ja, doch. Müsste eigentlich. Ja, doch. Komm, der wird kürzer. Okay, nächstes Team ist da. Was machen wir da? Möglicher Lied wäre Rotom Mo oder halt Eslef. Ich würde sagen, wir starten mit Bronzong. Und wenn er in Rotom geht, gehen wir in Jolteon. Weil höchstwahrscheinlich der Wurzelswitch kommt. Genau, und das Ding ist höchstwahrscheinlich auch gescarft. Deswegen. Floggers, okay, so. Gehen wir jetzt raus und gehen. Das ist die Frage. Wollen wir in Viridium gehen? Oder halt in Bronzong? Bronzong wäre, glaube ich, die bessere Wahl. Ja, komm, wir gehen in Bronzong. Und machen jetzt nicht das Toxin, weil Toxin wäre zu obvious. Wir gehen auf die Psy-Wave. Oh, er geht sogar in seinen Juxi rein. Das ist sogar eigentlich ganz solide, finde ich. Wir gehen aufs Toxin. Und weiterhin auf die Psy-Wave. Er macht den U-Turn. Das Gute ist diesmal, er hat kein Unlicht-Pokémon mit dabei. Das ist eigentlich sehr, 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 sehr schön für mich. Und wir konnten jetzt seinen Seigert schon mal ein bisschen anchippen. Wir können uns jetzt mal angucken, was er hier drücken will. Dragon Dance. Dragon Dance, das ist scheiße für mich. Ja, genau deswegen. Wir drücken jetzt auf Haze, weil mit Haze kann er dann quasi da nicht mehr wirklich viel, oder? Ah, er hat den Z-Move. Ja, okay, gut, der reicht natürlich aus. Aber Extreme Speed sollte hier ausreichen, um dieses Seigert dann rauszunehmen. Das Gegnerische ist er dann halt ebenfalls eins, dann wird es ebenfalls wehtun. Aber meiner connectet es als erstes und nimmt es raus. So, Juxi. Ja, es ist halt eher die Frage, was willst du machen, ne? Ich gehe mal auf Gardevoir lieber. Weil mit New Turn. Ja, dachte ich mir schon. Denn mit Seigert können wir hier nämlich noch gut was anrichten. Wenn wir es richtig machen. So, wir machen hier den Psyshock, weil der Psyshock hier das Beste ist, was ich machen kann. Moonblast, okay. Er kriegt keinen Drop. Er geht auf Juxi. Juxi, das ist. Finde ich in Ordnung, dass er darauf geht. Er wird jetzt höchstwahrscheinlich wieder sein Switch machen. Mit U-Turn. Jo. Und ich denke jetzt mal sogar Blastoise gehen. Läuft. Okay. Oh, na gut. Kann mir trotzdem egal sein, dass dieses Juxi ist immer noch nicht weg. Nein, die Steinkante Mist. Und jetzt kann er mit der Psychic unser Viridium beinahe rausnehmen. Oh, das ist doch so bitter. Oh. Naja, egal. Toxicroak ist nicht schneller als wir. Das heißt, Stone Edge. Mist schon wieder! Mann! Ist doch jetzt nicht wahr! Jolteon. Thunderbolt. Er hat Floggers, ja. Aber Floggers dürfte durch den Thunderbolt jetzt gleich verrecken. Ja, nur falls mit dem Two-Hit. Rotom Moe kommt jetzt höchstwahrscheinlich sein Blättersturm. Der dürfte aber nicht reichen und der ist jetzt halt auf Minus. Ja, Minus Attack. Jetzt macht er das noch einmal. Okay, kann ich mit leben? Denn jetzt kann ich hier easy mit Seigard reinkommen. Und halt, glaube ich, alles mit. Jawoll! Und das ist ein GG. Oh, oder? Nein, alles klar. Ich denke mal, das ist ein GG. Jetzt an der Stelle. Sucker Punch ist ein bisschen eklig, ja. Aber er hat halt auch noch. Ja, den Angriff. Aber ich denke. Er outspeedet uns. Oh, scheiße, nein! Wir verlieren das Ding doch noch!
Was? Nur weil wir diese verdammte Steinkante gemisst haben auch noch. Dann hätten wir nämlich hier immer noch Viridium gehabt und das wäre dann anders ausgegangen. Mann! Dieser Doppelsteinkantenmist, der hat uns das wieder vergeigt. Aber gut, es war jetzt ein kurzes Video. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier Schluss fürs Erste. Wir sehen uns dann im nächsten Kampf wieder. Das ist jetzt hier eine kleine Vorproduktion halt für meinen kleinen Urlaub, ne? Und danach geht's dann halt wieder ganz normal weiter mit etwas längeren Parts und so und Zeug. Also von daher, macht's gut, bis dahin und bye bye!